Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde von Eurosolar. Ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen Preis für mein Lebenswerk. Das ist für mich etwas ganz Besonderes und ich betrachte es jetzt mal als so eine Zwischenehrung, weil ich mein Lebenswerk eigentlich noch nicht zu Ende sehe. Gerade bin ich unterwegs auf einer mehrtägige Kinotour in Israel und wir arbeiten ja an einem großen neuen Projekt. Fridays, das die Bewegung Fridays for Future in 6 Kontinenten zeigt, mit 6 Jugendlichen, die um ihre Zukunft kämpfen. Und darum geht es ja eigentlich uns allen. Es ist ein schönes Leben, das ich führen darf. Es ist ein kämpferisches, es ist ein sinnliches, es ist natürlich auch ein kreatives. Und das verbindet uns ja eigentlich auch mit Eurosolar, die für mich die Institution sind, die von Beginn an das Geschehen versucht hat zu beeinflussen, und zwar auf eine sehr vielfältige Weise. Und darauf, finde ich, können wir beide stolz sein. Ihr, die ihr nach wie vor und immer weiter für dieses große Ziel der Erhaltung einer lebenswerten Umwelt und einer lebenswerten und liebenswerten Zukunft für unsere Kinder kämpft, und wir, die das die Chance haben, dies mit unseren Medien, unseren Filmen, unseren Projekten, jetzt auch mit Büchern und so weiter zu tun. Meine größte Chance und Herausforderung war die Zusammenarbeit mit unserem bis heute so verehrten Hermann Scheer für unseren Film Die vierte Revolution. Eine Begegnung, die mein Leben verändert hat. Was uns verbindet, ist der gemeinsame Kampf um eine gerechte Welt auf der Basis einer dezentralen Energieversorgung mit 100% erneuerbaren Energien. Dafür wünsche ich uns allen und ganz besonders euch eine gute, fröhliche, glückliche und intensive und letztendlich erfolgreiche Zukunft. Vielen herzlichen Dank.